قد أماننا صبح النجاح وابتسامة الفرح فينا بدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لبن جشوست عين Frohe Botschaft, Alhamdulillah, die Mandy ist zum Islam konvertiert, eine ehemalige Islam-Hasserin und Hetzerin, die wirklich sehr aktiv im Internet war, um gegen die Muslime und den Islam zu hetzen, um die Leute von diesem Weg abzubringen, und sie selber ist heute eine Muslima. Wir rufen sie an und fragen sie, wie es dazu kam, dass sie von einer Islam-Hasserin eine Muslima wurde. Inshallah. Assalamu alaikum, Schwester Mandy, wie geht's dir? Assalamu alaikum, Schwester, wie geht's dir? Alles gut, aber danke schön, und dir? Alhamdulillah, mir geht's auch gut. Schwester Mandy, du bist ja zum Islam konvertiert. Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Wie lange bist du schon Muslima? Ja, Alhamdulillah, schon seit Ende November. Seit Ende November, Alhamdulillah. Ich kann mich noch erinnern, wo du noch nicht Muslima warst und mich angeschrieben hast. Und wir hatten halt diese kleine unangenehme Auseinandersetzung, wo du mich verbal angegriffen hast und halt den Islam angegriffen hast. Und danach, 6 Monate später, schreibst du mich wieder an mit einem islamischen Account und sagst halt, dass du zum Islam konvertiert bist. War ich erstmal überrascht und ich konnte mich erstmal gar nicht an diesen Chatverlauf erinnern, als du mir den Screenshot geschickt hast, dass du, wo du mich ja damals quasi beleidigt hast, dass ich mich vom Islam fernhalten soll und dass wir alle quasi böse Menschen sind und so weiter. Deswegen, da konnte ich mich erst so erinnern daran. Ja, genau. Alhamdulillah. Ja, Mandy, was mich hier interessiert, natürlich die Muslime da draußen, wie kam es dazu? Ja, mitbekommen, hatte ich ja diverse Diskussionen auf Facebook. Ja. Und ich bin da an jemanden geraten, der unsensibel zu mir war. Also wir hatten nochmal geschrieben und er hat gleich so Käfer und dies, das, jenes. Und auf jeden Fall wurde ich halt stark beleidigt. Ja. Und ihm tat das aber leid. Und verstehst du mich gut? Ja, ich verstehe dich prima. Also jemand hat dich angeschrieben, also du hast mit jemandem geschrieben und du hast den Islam beleidigt, er hat dich auf Übelste zurück, deine Person beleidigt, aber es tat ihm dann leid und er hat sich bei dir sogar entschuldigt, dass er dich beleidigt hat. Nein, das kam nicht. Er hatte mich blockiert und ihm tat es aber leid und durch einen gemeinsamen Bekannten zufällig hat er wohl meine Nummer dann bekommen und hatte mich im WhatsApp kontaktiert. Da ich aber die Nummer nicht kannte, habe ich nicht reagiert und ihn halt als unbekannt abgespeichert. So, da war das erstmal erledigt und eines Tages wollte ich mir die Lutherbriefe runterladen im App Store. Und da hat es mir ganz penetrant Telegram angeboten. Ich dachte mir, ja, okay, schaust halt mal rein, wer sich da so rumtreibt. Vielleicht ist es besser als WhatsApp. Und schaue meine Kontakte und sehe halt sein Foto, weil ich ihn noch unter unbekannt drin hatte mit seiner Nummer. Ja. Ich bin total erschrocken und ich habe ihn dann so angeschrieben, woher er meine Nummer hat, und wir kamen also ins Gespräch, er hatte sich entschuldigt für sein Verhalten. Nee. Und wir haben ganz respektvoll über unsere Religion gesprochen. Ja. Und ihm ist halt aufgefallen, dass ich Gott sehr liebe, aber nicht Allah anbete, und sondern Jesus als Gott her. Vergib mir, aber es war halt einfach so. Spana, also, kurzer Stopp, damit ich es richtig verstehe, auch die Muslime da draußen richtig verstehen.
Du hast im Internet mit einem geschrieben, du hast den Islam kritisiert, er hat dich daraufhin beleidigt und blockiert und dann hat er deine Nummer herausgefunden über einen gleichen Bekannten, hat dich kontaktiert daraufhin, wollte sich bei dir entschuldigen. Du hast ihn aber nicht geantwortet, weil du die Nummer nicht kanntest und auch nicht wusstest gerade, wer das ist. Irgendwann mal im Apple Store hat man dir Instagram angeboten, Telegram angeboten. Und dann hast du das Telegram überprüft und dann findest du eine Nummer, die unbekannt war und dann hast du diese Person angeschrieben, wer sie ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es die Person ist, mit der du dich ein paar Monate vorher gestritten hast und er hat sich bei dir entschuldigt nochmal und dann habt ihr diskutiert über die Wahrhaftigkeit der Religionen. So ist es, genau so. Subhanallah. Und wie ging's dann weiter? Ja, wir haben halt ganz, ganz viel geschrieben und wie gesagt, er hat halt gemerkt, dass ich Gott wirklich sehr, sehr liebe und gewisse Eigenschaften eigentlich besitze, die uns Liebe ausmacht. Aber er hat halt einfach gemerkt, dass ich nicht Gott anbete, sondern ja, so diesen Zwischenfall, dass ich Jesus anbete. So schlimm es jetzt klingt für mich, aber ich habe einfach damals das Evangelium praktiziert, Dreifaltigkeit. Und man lernt halt einfach, dass Gott Jesus ist oder es wird so beigebracht, leider. Und er hat mir dann versucht, den Islam nahezubringen. Ja. Ja, und er ist der Einzige gewesen, der es überhaupt geschafft hat, dass ich das war, das anzuhören. Weil keine Ahnung, er hat es irgendwie total, es war respektvoll. Er hat sich ja auch meine Religion angehört und wir haben einfach verglichen. Ja. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, wenn du konvertierst, du verlierst Jesus nicht, aber du gewinnst so viel mehr. Und ja, und ich habe mich dann halt damit auseinandergesetzt. Ich habe ihm das versprochen. Hast du dann eine Koranübersetzung gelesen? Wie hast du dich mit dem Islam auseinandergesetzt? Also als erstes war es so, er hat gesagt, ich soll Dua machen. Bittgebete, ja. Mein Herz öffnet und eine Rezitation anschauen, ja. Und ich habe das gemacht. Ich wollte das erst gar nicht zugeben, dass ich das mache halt, dass ich den Schritt wirklich gehe. Und weiß ich nicht, es war einfach unbeschreiblich. Mein Herz war wirklich ganz ruhig und der Puls ist ganz ruhig. Ich habe mich irgendwie angekommen gefühlt, aber wollte mir das nicht eingestehen. Subhanallah. Er sagt dann auch, fang an, den Koran zu lesen. Ich habe mir den Koran oberflächlich gelesen. Ich muss dazu sagen, bei den meisten Christen ist es so, die haben den Koran nicht wirklich richtig gelesen und sie auch ohne offenem Herz. Man nimmt sich einfach, ja, Verse raus, vollkommen aus dem Kontext gerissen und versucht natürlich seine Religion als die richtige darzustellen und andere schlecht zu machen. Es ist einfach so, es ist die Wahrheit. Und ja, ich habe halt den Koran dann mit offenem Herzen gelesen und war total gefesselt. Es waren so viele Fragen plötzlich nicht mehr offen und ich habe das erste Mal in meinem Leben Gottesfurcht gespürt. Das allererste Mal. Das war, ich kann es gar nicht beschreiben. Subhanallah, wallah, ich krieg selber gerade Gänsehaut, wenn ich die Geschichte gerade höre. Und wann hast du die Shahada gesprochen, die Glaubensbekenntnis, wo? Das war am 29., also am 28. November. Und die habe ich in einer Moschee gesprochen. Und aber auch vorher bei ihm schon. Ich wollte ihm unbedingt den Gefallen tun und er wollte das auch hören. Und also ich habe quasi dann zweimal gesprochen und ja, es war einfach der schönste Tag in meinem Leben. Es hat sich absolut richtig angefühlt und ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen und keine Ahnung, es war einfach, ja, ich habe mich angekommen gefühlt halt. Alhamdulillah, wirklich. Wir danken Allah, dass du unsere Schwester geworden bist. Und es so ein Geschenk, ein schöneres Geschenk konnte ich die Tage nicht bekommen, als ich es erfahren habe, dass du zum Islam konvertierst. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, Alhamdulillah. Vor allem, als du mir noch den Screenshot geschickt hast, dann konnte ich mich an unseren Verlauf erinnern, wo wir miteinander geschrieben haben. Und natürlich habe ich ja natürlich direkt gekontert und bin ja halt einer, der nicht auf den Mund gefallen ist. Ich weiß noch, was du mich geschrieben hast. Ja, ihr seid doch so und so. Und dann habe ich
Da habe ich schon hab ich dir geantwortet, ja, dann geht ihr raus aus unseren Ländern mit euren Militär und euren Soldaten, dann gehen wir freiwillig hier aus Deutschland raus. Und dann hast du gesagt, vergiss deine Wurzeln nicht. Und dann habe ich geantwortet, vergiss deine Hauptschulwurzeln nicht. Und ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, subhanallah, als sie mir die... Ja, ich bin halt so, ne? So wie man in den Wald schallt, schreit, so schallt das auch wieder raus, ist meine Devise. Nein, aber... Nee, ich sag dir ehrlich, aber wie der Bruder sich verhalten hat, war richtig. Der Islam ist eine barmherzige Religion. Man sollte eigentlich trotz sehr barmherzig sein und sehr höflich sein. Und wie sehr hast du die Muslime früher gehasst? Und hast du auch Blogs betrieben, wo du gegen den Islam gehetzt hast? Und so ich habe mich sozial engagiert und als das im Irak anfing, als wir Jesiden speziell. Und weil da so diese Geschwisterlichkeit war zwischen christlichen Verfolgung und jesidischen, wie man es halt so hört, ne, in den Medien und alles. Und habe mich da halt engagiert, auch mit dem Staat zusammen, mit der Bundeswehr. Ja, ist ja und, auch eine gute Sache, den Menschen zu helfen, die flüchten. Ja, das ist nach wie vor, weil ich liebe Kinder, die Kinder können nichts dafür, die Kinder sind auch geprägt durch Eltern, ja. Die wissen doch über Religion und nur Allah weiß, was aus ihm wird. Möge Allah sie recht leiten und möge Allah auch dich belohnen, dass du denen versucht hast zu helfen, Amin. Aber auf jeden Fall hat man dort halt diesen Islam halt sehr gespürt. Und das hat mich so gestärkt, weil es gab viele Jahre, da hat man versucht zu warnen und man war halt immer irgendwie die Dumme. Und als das dann losging mit der Flüchtlingskrise, dass man so gemerkt hat, ja, die ganzen rechtsradikalen Pappnasen fangen auch an. Das hat natürlich motiviert. Natürlich hat man dann umso mehr gehetzt und hat sich im Recht gefühlt, ja. Ja. Ich kann es nicht rückgängig machen, es war einfach so. Ich verstehe dich. Deswegen nennt man es ja auch die Jahiliya-Zeit, die unwissende Zeit. Und Alhamdulillah, es gab Leute, die waren tausendmal schlimmer als du, Schwester Mandy. Oder ich glaube, Aisha heißt jetzt ein islamischer Name. Nein, das ist eine Freundin von mir. Wie ist dein islamischer Name? Samira, mashallah, ein schöner Name. Ding, du musst dir überlegen, es gab Leute, die waren tausendmal schlimmer als du. Zum Beispiel wie Omar ibn Khattab, der den Propheten töten wollte. Es gab Leute, die den Propheten geschlagen haben und die wurden im Endeffekt recht geleitet. Es gab Leute, die haben die Muslime getötet und die wurden am Ende recht geleitet und waren die größten Sahabas, die größten Gefährten, die den Islam am meisten mit nach vorne gebracht haben. Deswegen, Alhamdulillah, du bist ein Zeichen für die, die verstehen wollen. Ja, ich hab grad Gänsehaut. Alhamdulillah. Was hast du vom Bruder Pierre Vogel gedacht? Das ist so eine Sache. Was habe ich von ihm gedacht? Ja, Schleuser halt für IS. Natürlich, das Bild, was man vermittelt bekommt durch die Medien. Mhm. Man will, man hat so seine eigene Meinung dadurch gebildet. Woher auch sonst. Ich wohne hier im Osten, ja, ich wohne in Sachsen. Wir haben hier kaum was mit Muslimen zu tun, aber haben den größten Hass in uns. Oder beziehungsweise war es auch so bei mir. Man wächst einfach damit auf. Mhm. Ja, Islam wollen wir nicht und parallel. Ja, so waren auch damals die Sahabas viele, bevor sie zum Islam konvertiert haben, Patrioten. Ja. Genauso ist es halt. Ich war total überzeugt halt auch durch das Umfeld geprägt und der Islam war schuld an allem Schlechten. Ja? Ja. Amerika, alle gut, die skandieren, ist ganz schlimm. Ja. Aber Muslime, ganz schlimm, ja, obwohl die mir nie was gemacht haben. Ich habe auch nie Kontakte zu denen gehabt. Hast du? Halt einfach. Wie alt bist du, Schwester Mandy? Ich bin schon 30. Maschallah. Ja, ach was, das ist noch gut, ein guten Alter. Ding, Schwester, was ich sagen wollte, subhanallah, was wollte ich noch sagen? Hättest du eine Botschaft an die Islamhasser da draußen? An die Islamhasser? Ja, also erstmal muss man ja sagen, Allah leitet nur recht, wenn er will. Also wäre es anders, wären meine Eltern schon Muslime. Ja.
jetzt im Nachhinein, wo ich die Wahrheit kenne und wo ich mich richtig befasst habe mit Koran und Sunna, würde ich jedem Christen empfehlen, sich damit auch zu beschäftigen, mit offenem Herzen zu lesen, Texte rein zu hinterfragen, Geschichten über unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zu lesen, wie toll er war, ja, was für ein tolles Vorbild. Ich kann einfach nur sagen, dass der Islam einem so viel mehr gibt als das Christentum, weil man Gottesfurcht lernte. Und das liegt daran, dass der Koran einfach das Paradies beschreibt, aber auch die Hölle erwarnt. Er macht einen bewusst, dass das Paradies nichts Selbstverständliches ist. Ja. Und dass Allah, Gott, eigentlich nichts von uns verlangt im Vergleich zu dessen, was er uns geben kann. Und diese Gottesfurcht haben Christen nicht. Die denken, einmal beten, alles ist gut. Aber das ist einfach zu wenig Liebe gegenüber unserem Schöpfer. Das ist zu wenig Wertschätzung. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn dieses Gefühl haben möchte und ganz nahe zu Allah finden möchte, also zu Gott, der sollte sich definitiv mit dem Islam auseinandersetzen. Der kommt nicht drum herum. Alhamdulillah, also du hast es wirklich wunderschön formuliert und auf den Punkt gebracht. Schwester, ich danke dir für das Interview. Möge Allah die Islamhasser recht leiten und möge Allah dich dafür nutzen, um viele Frauen in deiner Umgebung zum Islam zu führen. Amin. Dann schick mir noch deine Adresse an diese Nummer, damit ich dir ein Starterpaket zuschicken kann. Da drin ist eine Koranübersetzung, eine Urkunde, das bestätigt, dass du den Islam angenommen hast, eine DVD, wie man betet, und ein paar andere Geschenke von uns für dich kostenlos schenke ich dir, inshallah. Schicken wir dir zu. Amen. Ich danke dir, Schwester. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Assalamu alaikum. Dankeschön, wünsche ich auch. Wa alaikum salam.